Andi auf der Tribüne oben hat das nächste Sportart für sich. Richtig, nämlich den schnellsten Marathonmann Österreichs, Peter Herzog, hat Platz genommen, unterstützt am Gebot-Telefon, nimmt Gebote entgegen für die Exponate und war heute noch im Einsatz. Peter, erzählen Sie mal, Sie waren Pacemaker bei den österreichischen Staatsmeisterschaften für Ihre Kollegen. Sie sind ja schon qualifiziert, Sie wollten bei der Qualifikation der Kollegen helfen. Wie hat das denn funktioniert oder nicht funktioniert heute? Heute waren die österreichischen Staatsmeisterschaften im Marathon auf der Prater Hauptallee und der Timon Theuer und der Valentin Pfeil haben eben versucht, sie ebenfalls für die Olympischen Spiele im nächsten Sommer zu qualifizieren. Und ja, die Jungs hätten eigentlich letztes Wochenende ihren großen Auftritt in Valencia haben sollen, sind dort aber auf tragische Art und Weise, haben sie nicht starten dürfen. Und haben heute nochmal die Chance gesucht. Der Andi Wolter und ich haben uns als Pacemaker zur Verfügung gestellt und haben da tatkräftig mitgeholfen. Leider hat es am Ende dann für die Jungs nicht ganz gereicht an dem Tag heute. Aber sie haben es versucht und es war alle Ehren wert. Aber Sie sind schon qualifiziert, wenn Sie jetzt ins nächste Jahr, dieses Jahr war sportlich schwierig, trotzdem österreichischer Rekord im Oktober in London gelaufen. Was bedeutet diese Zeit von 2:10:06 für Sie jetzt zum Abschluss? Es ist natürlich ganz ein besonderes Jahr. Im Frühjahr natürlich auch von Tiefschlägen geprägt, Motivationsloch. Ich habe mich dann über den Sommer wirklich rauskämpft und darf jetzt am Ende des Jahres auf zwei österreichische Rekorde zurückblicken. Und auf den österreichischen Marathon-Rekord bin ich natürlich ganz besonders stolz. Also das hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht geglaubt, dass ich so weit kommen kann. Und habe mich auch dadurch wieder für die Olympischen Spiele fürs nächste Jahr qualifiziert. Das ist natürlich das große Ziel, möchte dort in Topform an der Startlinie stehen. Die Vorbereitungen, kann man sagen, sind mit dem heutigen Tag so richtig ins Rollen gekommen. Ich habe heute wieder Marathonluft auf der Prater Hauptallee auf der schnellsten Strecke der Welt schnuppern dürfen. Und damit insgesamt einen erfolgreichen Abschluss des Jahres gefeiert. Gratulation dazu.